In diesen Minuten veröffentlichen mehrere Medien in 55 Ländern Recherchen über ein zypriotisches Datenleck. Das zeigt, wie sehr der Inselstaat zum Einfallstor reicher Russen und Ukrainer in den Westen geworden ist. Cyprus Confidential heißt die Recherche des Internationalen Konsortiums für investigativen Journalismus. In Österreich waren der ORF und der Standard beteiligt. 650 zypriotische Firmen, die Russen gehören, die ab 2014 sanktioniert wurden. 67 russische Milliardäre finden sich in den Daten, darunter Roman Abramowitsch oder der Stahlunternehmer Alexei Mordaschow. 200 Milliarden Dollar haben Russen Stand 2020 in Zypern investiert, mehr als in Deutschland, Großbritannien, Spanien, der Schweiz und Österreich zusammen. Für den Experten haben die Finanzdienstleister, die eigentlich reguliert sein sollten, Wege gefunden, das zu vermeiden und Dinge zu tun, die illegal oder unethisch sind. Zypern ist für Oligarchen jedenfalls ein Einfallstor nach Europa. Ein Grund dafür, bis 2020 war hier ein EU-Pass leicht zu haben. Wer also 2 Millionen, ich glaube es waren Dollar oder Euro, investiert hat in Zypern, bekam nicht nur eine Aufenthaltsbewilligung, sondern auch gleich die Staatsbürgerschaft dazu. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine kommt Zypern unter Druck. Die Regierung will die Sanktionen jetzt aber effektiv durchsetzen, wie sie sagt.